Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 auf einer schönen neuen Map, und zwar auf der Hasefeld 2K19 in einem neuen Projekt. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich habe mir gedacht, ich mache ein neues Projekt, da ja nur das Felsbrunn-Map Projekt kommt, habe ich mir gedacht, ich werde hier jetzt auf der Hasefeld 2K19 ein neues Projekt anfangen, und zwar kaufen wir die Parzelle Nummer, weiß ich nicht, was das für eine Nummer ist, auf jeden Fall die. Da haben wir gleich zwei Felder dabei und schauen wir mal, was hier drauf wächst. Erntereif ist das Feld Nummer 1. Und da wächst. Oder wächst. Ah, was ist denn das? Weizen. Achso, ich war in der Feldfrüchte 2 drin. Weizen, dann können wir eigentlich gleich mit dem hier anfangen, das zu dreschen. Ich habe jetzt mal meinen Controller wieder geschnappt und jetzt werden wir mal dreschen. So, das war jetzt Feld Nummer 1. Ich habe natürlich wieder alle Mods draufgenommen, die wir in anderen Projekt auch haben, und Curseplay habe ich auch natürlich mit draufgenommen und aktiviert gleich. Und ja, jetzt können wir gleich einen Curseplay-Helfer einstellen. Sorry. Meine Tastatur hat irgendwie... Wo ist denn da die Einfahrt? Da muss ich schauen, damit ich woanders reinkomme. Ich glaube, das wird hier ein Bioprojekt. Mal sehen, was wird hier. Na, was ist denn hier los heute? Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das Projekt gefällt. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, was ich aus dem Projekt machen kann, und ja. So.
Zeig mal her, was du gemacht hast. Jo, das sieht gut aus. Have fun, my friend. Speichern. F1. Crashen. So. Okay. Dann schnappen wir uns mal den hier. Fahren wir mal eine Runde, weil ich da nicht rumkomme. Ja, die Hasefeld-Folgen kommen immer Donnerstag bis Sonntag oder so. Na, bis Samstag, glaube ich. Weiß ich noch nicht. Sendeplan folgt auch bald. Was haben wir denn im Shop? Haben wir keinen Sammelwagen oder so irgendwas? Machen wir Ballen, glaube ich. Kaufen wir mal eine Ballenpresse. Und zwar die hier, die haben wir in einem anderen Projekt auch. Kaufen ist gut. Und dann kaufen wir noch einen Autostick dazu. Sag einmal. So, meine lieben Freunde, jetzt gehen wir die Sachen vom Shop holen und dann schauen wir weiter, was wir als nächstes machen. Ich glaube, dann warten wir ein bisschen, bis der Drescher vorgefahren ist und dann können wir eigentlich gleich Ballen pressen. Jo, die Richtung passt. Und umleuchten an. Weiter geht's. Schauen, wohin wir müssen. Asch. Da geht's lang. So. Hier rein. Können wir eigentlich gleich
nehmen wir zuerst die Ballenpresse mit. So. Bei Herrn Hofhändler. So. Okay, wir sind da unten müssen. Dann gehen wir den entleeren und dann können wir eigentlich gleich mit der Ballenpresse nach Hause fahren und dann müssen wir nochmal zum Shop den Ladewagen, den Ballensammelwagen holen. Weil sonst fahrt er mir weiter. Das dauert, glaube ich, noch lange hier. Aber das macht ja nichts, wir haben ja Zeit. Das soll ja ein gemütliches Lava-Projekt werden. Wenn ihr Fragen habt an mich, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Da sind wir stehen geblieben. Sorry. Habe ich jetzt nicht gesehen. Wenn ihr noch passende Mods für dieses Bioprojekt da habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ah, da ist jeder Schild, steht Hof. Das haben sie gut gemacht. So, sind wir auch gleich wieder da? Und dann können wir den Kurs speichern und ja. So, stopp bei Herrn Händlerhof.
dabei haben, passt. Können wir zumachen. Und dann können wir. Hier entlang. Muss ich erst mich wieder hier einleben. Hier geht's lang. Ne, 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 ne. Müssen wir umdrehen. Sorry, tut mir leid, damit ich jetzt mich verfahren habe. Ich habe mich hier noch nicht eingelebt, deswegen verfahre ich mich die ganze Zeit. Ah, hier geht's lang. Hallöle. Na, wie geht's? Dann können wir den eigentlich zum Händler schicken. Was hast du denn da wieder gemacht? So. Was machst denn du hier? Der ist auch schon wieder voll. Ja. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Schreibt in die Kommentare, ob euch das Projekt gefällt. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.